Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Fixblade-Video hier in der Dezember Xmas Giveaway-Woche. Ja, hier hat mir der Lasse vom Waldlaufer-Shop mal ein tolles Messerchen zur Verfügung gestellt, um das mal ein bisschen zu begutachten und auszuprobieren. Und das werden wir sicher mit Sicherheit auch noch draußen ausprobieren und mal die nächste Zeit mal ein bisschen verwenden. Mir hat das erste Modell ja schon gefallen, das Jakit Kniff 3. Es hatte dann so die etwas kürzere Klinge, das hatte glaube ich dann so die 9 cm Klinge. Und das ist das Knife 2, sozusagen der große Bruder davon. Ne? Ein klasse Teil allein, wenn du das schon in die Hand nimmst, das ist schon richtig vertrauenserweckendes Teil. Gleich vorneweg noch die Kydex hier dazu, das sitzt wirklich bombig da drauf. Da klappert und wackelt nichts. Solche Teile, die so gut da drin sitzen, trage ich sehr gerne an einem Karabinerkopf über am Rucksack auf der linken Seite hängend. Klasse. Aber wer sein Gürtel machen will, da ist noch eine sehr gute, sehr robuste, hinschraubbare, schwere Nylonscheide dabei. Gürtelclip dabei, ne? Sozusagen Gürtelschlaufe. Ich bin zwar nicht so Freund von den Klettverschlüssen, aber der hält wenigstens Bomben, ne? Also wenn du den zu hast, brauchst du keine Angst haben, dass du das Ding verlierst. Aber ich trage es lieber hier so ohne, direkt an den Rucksack. Hier haben wir das Logo noch in der Kydex drin und die Bezeichnung, weiß ich, ob man es erkennen kann. Jagdkniff. Ne, Jagdkit. Kniff. Knif. KNF. KNV2. Also, weiß ich. Keine Ahnung, für was diese Abkürzungen da oben in Schweden stehen. Ne? Vielleicht für Jagdknife, ne? Jagdmesser, Modell, Messer Nummer 2, ne? Jagdkit. Naja, ist ein gutes Kit für die Jagd, würde ich mal sagen. Aber wahrscheinlich auch für alle anderen Autoarbeiten. Das Modell 2. Hammer, das Teil. Der Griff ist wieder so ein TPE, Thermoplast-Elastomer. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und es kommt mir vor, als wenn das eine etwas härtere Mischung wäre wie beim Dreier-Modell. Denn da konnte man hier. Das ist hier wesentlich stabiler. Ich denke mal, hier sickert nicht ganz so schnell was in den Griff ein. Macht auf jeden Fall einen härteren Eindruck. Wenn man feste drückt, klebt das Material immer noch. Ne? So die obere Teil ist immer noch gummiartig. Darunter merkt man aber, je tiefer man reinkommt, je fester man drückt, desto härter wird es. Also es ist noch kein Kunststoffgriff, wie jetzt bei den Hunterforce-Messern, sondern es ist schon ein gummiartiges Material, aber ein sehr harter Gummi. Und hat aber natürlich eine Bombenhandlage, ne? Dieses feine Fischmuster hier, das klebt förmlich an der Hand. Man hat einen ganz leichten Klebeeffekt noch von dem Gummi, aber nicht zu heftig, ne? Also nicht jetzt so weich wie bei zum Beispiel, was war da so, die Cold Steel Messer sind ja recht weich, ne? Das ist ein wesentlich härteres Hartgummimaterial, ne? Dieses TPE. Was mir auch gut gefällt, hat hier einen wirklich großen Fingerguard, denn den brauchst du, denn das Teil ist höllisch scharf, ne? Soll wohl so ein bisschen spezialballigen Anschliff haben. Könnt ihr euch mal auf der Homepage anschauen. Da ist so eine Zeichnung davon, wie die sich das hier vorgestellt haben, wie das sein soll, wie das funktionieren soll. Ne? Richtig schön. Die Buchs hier hinten drin stimmt nicht so 100% genau in dem Gummi. Ne? Ist vielleicht noch nach der Herstellung verrutscht, weil vielleicht dieses aufgespritzte Gummimaterial sich irgendwie beim Zusammenziehen oder Abkühlen verzogen hat, wie auch immer. Was mir auch gut gefällt, der R geht komplett durch und schaut da unten ein bisschen raus. Ist natürlich ein gutes Schlagstück, wenn man mal irgendwas reindengeln oder hämmern muss, ohne dass man hier gleich den Griff zerstört. Aber die Handlage ist geil von dem Teil. Fettes Teil, da freue ich mich doch schon drauf, im Urlaub mal draußen was damit anzufangen. Ne? Wir haben hier wirklich eine 5,01 mm stark am Klingenrücken, ne? Also massiv genug. Stahl haben wir den neuen CA18 MOV. Also, das ist so wie annähernd, würde ich mal sagen, so eine Art chinesischer 440C. Na, da bricht nichts aus, da bricht nichts ab, da rostet eigentlich auch nichts mehr. Und dass der was kann, hat er ja natürlich auch schon an den Steelbill Druid Modellen bewiesen. Da verwenden sie nämlich auch den neuen CA18 MOV. Cooles Teil, ey. Fetter Klopper. Wir haben hier hoch eine 11,4.
Hier runter 11,6 mm lange Klinge, Zentimeter lange Klinge und bis über das Schlagstück hier raus 23,5 cm, also so knapp 23,5 cm bei fast 11,5 cm lange Klinge, sind somit also noch unter den erlaubten 12 cm, haben wir also auch kein Problem mit dem Führungsverbot. Ne? Boah, ist das ein cooles Teil. Das Dreier fand ich schon nicht schlecht, so schönes kompaktes Allzweckmesserchen. Aber das hier mit der doch ausgewachsenen Klinge, ne, mit so 11,5 cm, da kannst du doch wirklich was mit anfangen. Damit kannst du mit Sicherheit auch mal Holz machen. Ne? Die wirkliche Schneide, wir haben ja genau eine Schneide von also 4 Inch, 10,2 cm. Damit kann man doch wirklich schon was machen. Ne? Wir haben ein reines Messergewicht von 207 Gramm. Entspricht 7, was sind das? 35 Unzen. Ja, heißt dann 5 mm Stahl, ne? Durchgängig. Da kommt halt schon ein bisschen was zusammen. Aber es ist jetzt noch nicht extrem schwer. Aber wenn du es so in die Hand nimmst, merkst du schon, oh, hallo, ja, das hat ein ordentliches Gewicht. Das ist richtig, richtig Vertrauen zu erwecken, wenn du hier auf diesen Klingenrücken guckst. Er ist ganz leicht gebrochen. Da ist mal einmal wahrscheinlich kurz drüber, ob der dann noch gut hier so Feuerstelle. Werden wir mal testen, ne? Da freue ich mich doch schon auf meinen Weihnachtsurlaub. Ne? Das werden wir da mal schön ausprobieren. Aber ich habe gedacht, stelle ich euch einfach schon mal kurz vor. Link in der Videobeschreibung zum Lasse in Shop. Der hat die Teile. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bald wieder. Morgen natürlich wieder zum nächsten Giveaway-Verlosungsvideos. Die laufen ja hier was den ganzen Dezember. Aber mit dem Teil sehen wir uns mit Sicherheit nochmal draußen in den Winterferien. So, und jetzt sage ich danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das gehört natürlich auch noch zum Lieferumfang dazu, wenn es interessiert. Na, hier diese anschraubbare Gürtelschlaufe. Aber die Scheide an sich, die ist wirklich top verarbeitet, ne? Also so ein Messer steht und fällt nicht nur mit dem Messer an sich, sondern auch noch mit dem mitgelieferten Zubehör. Denn was nützt du, wenn du nur ein gutes Messer hast und die Scheide nichts taugt? Aber diese Kydex, die ist wirklich 1A verarbeitet und durch die ganzen Nieten kannst du die auch wirklich flexibel irgendwo anbringen. Ne? Ich mache das gerne mit Karabiner. Okay Leute, das war's jetzt aber endgültig. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hillbilly. Bye bye, macht's gut.